Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da sind wir wieder, die Martha. Martha, jetzt war ich schon so fest mit Martha vereinbart. Ich habe mein pinkes Kleid vergessen, außerdem bin ich im Stimmbruch. Okay, ist gar nicht Martha, ist Mats. Mats ist wieder da und natürlich Lutze. Eigentlich bin ich nicht da, ich bin mitten im Urlaub. Ja, sieht man ja, dass der Urlaub so, hat, der ist ganz schwarz. Du kannst ja nicht weg hier, das ist ja immer problematisch hier. Alleine kannst du ja nicht lassen, haben wir letzte Woche gesehen. Danke Martha, hast du schön in Vertretung gemacht. Man weiß auch nicht, was passiert, wehe, man lässt sie alleine oder so. Ne? Genau. Nee, man hat sie losgelassen. Und genießt noch schön die Ferien auf dem Reiterhof und denk dran, du sollst nicht auf der Alten reiten. Dame? Auf der Alten Dame. Ich muss so lachen, Katze zum Kopf. Jo, Gruß der Woche, diesmal von Nico. Kennst du Nico? Na klar. Ja? Ja. Nico. Nico ist aus dem Gewerbegebiet. Aus dem Gewerbegebiet, genau. Also hier, bitte deine Stimme heute, Nico. Hallo Borg Heide, ich bin der Nico von Carson Parts Berlin. Ich grüße euch hier aus dem Waldbad. Ich habe aktuell Urlaub. Wir sind am 26. Juli wieder für euch da und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Sommerzeit. Wir grüßen alle unsere Kunden, alle Borg Heider und kommt auf jeden Fall ins Waldbad jetzt gerade im Sommer. Richtig schöne Zeit. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Noch? Ja, Berlin. Super. Noch Berlin. Noch Berlin, ne? Da muss er mal dran arbeiten. Weil tatsächlich ist Carson Parts nicht in Berlin nicht mehr, die kommen ja von dort, aber sitzen hier in Borkheide und hat sich da doch gut etabliert da drin im Industriegelände. Also wer mal ein Auto brauchen gebrauchtet oder so oder seins verkaufen will, der wendet sich einfach an Nico. In guter Quality. Da gehen wir mal hin, ne? Gucken wir mal mit der Kamera, was der für schicke Schlitten hat. Also wir testen die gebrauchten BMWs. Wir gucken mal unter die Motorhaube. Jo, so, dann gibt es noch ein paar neue Nachrichten und zwar Test. Ja, es ist nicht mehr so doll mit dem Test. Ist der Mikrofon kaputt oder was? Ja, jetzt ist es nicht mehr so doll mit dem Test. Borkheide und in Goldzow gibt es keine Tests mehr. Es gibt nur noch in Brück Tests und die sind auch eingeschränkt worden, hat das Amt bekannt gegeben. Es ist nur noch freitags von 9 bis 13 Uhr in der Amtsverwaltung neuer Sitzungssaal, Eingang im Durchgang zwischen Netto und Amtsgebäude Ernst-Hermann-Straße 58 14822 Brück. Habe ich das gut vorgelesen? Hast du ganz toll vorgelesen. Ja, und da wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei Kai bedanken. Kai Fröhlich, der immer die neuesten Infos hier rüber schickt, damit wir immer auf dem Laufenden sind, was dieses angeht. Jo, genau. Dann gibt es noch... Was hast du das vorgelesen? Habe ich gesagt, Testung aus, ja. In Borkheide und Borkheide sind ausgesetzt, gibt es nicht momentan. Dann wir kannst ja auch nicht testen, was nicht da ist. Wir haben hier nichts. Genau, hier ist nichts mit X. Nix. Doch, mit X ist viel, nichts. So. Allgemeinverfügung, es regnet. Es regnete kurz, ja. Aber das reicht wohl noch nicht ganz, denn der Trinkwasserversorgungsverband Hohe Fleming hat geschrieben, dass für Borkheide und Burgwalde ab sofort Trinkwasser nur noch aus dem Netz genommen werden darf. Versorgung von Mensch und Tier mit Trinkwasser, Versorgung der Haushalte mit Trinkwasser, als Brauchwasser für normale Haushaltszwecke, Waschmaschine, Toilette, Küche und Trinkwassernutzung für Produktionszwecke in Gewerben. Und dann hört es eigentlich schon auf, also Thema Gartenwasserzähler und Gartensprengen mit Trinkwasser ist aufgrund der vermutlich momentan geringen zur Verfügung stehenden Wassermenge nicht erlaubt. Also glücklich sind die, die einen Brunnen haben. So sie einen haben, ja. So sie einen haben, ja. Aber das ist ganz schön tief zu bohren hier. Jo, dann gibt es die nächste Neuigkeit. Und zwar hat uns die Jakina geschrieben. Genau, fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Ihr Lieben. Hat sie geschrieben. Hat sie geschrieben. Ja, dann ist das erstmal auch mal geklärt, wer wir sind. Ja. So. Am 8.7. 16 Uhr ist die AG Borkheide brummt mit den Pflänzchen am Jugendclub zugange. Und wird mit den Jugendlichen dort 5 Pflanzen einpflanzen. Das ist die erste Aktion dieser AG am Jugendclub. Und ich guck mal, ich bin ja noch im Urlaub, vielleicht schaffe ich das sogar. Ich muss ja nur bei mir rausfallen und über die Straße und bin schon da. Also immer hinfallen. Zum Jugendclub? Klar, wir sind doch immer da gewesen, bei jeder Party. Wir waren doch die Ersten, die eingeladen wurden. Schon ein paar Jahre her, ob die uns da reinlassen. Wäre mal wieder was, so eine schöne Party am Jugendclub mit uns Alten dabei. Ha. Ja, und die Jugendlichen sind auch ganz scharf drauf, vielleicht ein Filmchen zu drehen. Vielleicht können die uns da was schicken. Oder ich mache auch noch einen kleinen Videoschnitt. Mhm. Mal gucken, ob das alles in meine Urlaubszeit reinpasst. So. Aufwischen. Brav. Ja, und dann kommt noch dazu, am 10.7. Genau, auf dem Flugfeld. 14 Uhr. Drachenfest sozusagen.
Und wir müssen ja nicht alles selber erzählen, ne? Denn dafür hat man... Aber Flüge werden ja auch gehandelt. Aber wir haben ja Mitarbeiter. Das heißt, wir machen nicht alles. Also wir wurden drum gebeten, ob wir das bewerben können. Können wir natürlich nicht, weil dafür hat man Personal. Genau. Ja, also bitte jetzt das Personal. Jo, Matze, Folgendes. Also wir, die Sozialarbeiter von der Stiftung Job, also das sind die Julia von der Schulsozialarbeit, Sozialarbeit an Schule, muss man fairerweise sagen, Familienzentrum, die Ursula. Und die Marlies und meine liebe Kollegin die Feli und meine Wenigkeit. Wir werden am 10. Juli, wie hier so schön in Spiegelschrift zu lesen ist, ein Sommerdrachenfest auf dem Flugfeld veranstalten. Dank dem Herrn Berlin haben wir auch Zutritt zum Museumsgelände und somit befindet sich dort auch Strom und Toiletten, auch immer wichtig. Können wir da einen schönen Nachmittag verbringen mit hoffentlich wenig, hier Trockenheit und angenehmen Temperaturen. Zwei Autos fahren vorbei. Das ist eine richtige Autobahn hier. Und es wird geben, ein Trödelmarkt wird stattfinden. Wer da noch mitmachen möchte, kann sich auch gerne bei uns melden. Dann kann man da noch einen Trödelstand machen. Was man noch tun kann, ist zu wunderbarer, herrlicher Musik sich einfach auf die Wiese setzen. Man kann einen Drachen mitbringen und den steigen lassen. Das ist auch immer gut. Wenn kein Wind ist, dann haben die Kinder was zu tun, rennen immer vor dem Drachen her und man hat mal ein bisschen Zeit, sich zu unterhalten. Auto fährt vorbei und... Jo, und es wird ganz viele Aktivitäten geben. Bringt euch eine Tasse mit, denn wir wollen die Umwelt nicht versauen mit dem Kaffee, den wir da ausschenken. Und ein bisschen Picknick kann auch nicht schaden. Wir dürfen halt noch keine Speisen ausgeben wegen Corona. Ansonsten freue ich mich auf ein wunderbares Fest. Die eine oder andere Überraschung wird da noch auftauchen, so Outdoor-Spiele. Ach so, ja, Fußball, Frisbee und so was. Bringt einfach alles mit und dann machen wir uns einen schönen Nachmittag. Wir freuen uns auf euch. Tschüssing! Ob Stefan davon weiß? Wovon? Dass das Personal ist jetzt? Ja, kann man doch so beschimpfen. Wir müssen ja nicht zahlen für. Ja, ne? Also ihr habt es gehört, Drachenfest und Flohmarkt und eine Tasse sollt ihr mitbringen. Und weil der Kaffee in Händen kann man den nicht ausschütten. Ne? Der wird zu heiß, glaube ich. Heiß unter der Kanne raussaugen ist auch nicht schön. Und ist mal wieder ein bisschen was los auf dem Flugfeld. Und hoffentlich ist es ein bisschen windig, dass auch ein Drachen hochkommt. Nicht so wie beim letzten Mal. Ich kann mich entsinnen, vor 2 Jahren, oder war das letztes Jahr? Vor 2 Jahren? Vermutlich. Da sind die Drachen nicht so richtig hochgekommen. Ja, vermutlich haben wir am Tag sonnig bei ungefähr 20, 25 Grad. Sieht nicht so sehr nach Wind aus. Aber egal, Hauptsache raus, frische Luft tut gut. Schauen wir mal. Weg vom Handy, weg vom Computer, weg vom Tablet, einfach mal. Schauen wir mal. Natur pur. Weg vom Waldbad. Hä? Okay, ja, und ihr habt deswegen auch das. Dann natürlich noch das nächste, ihr habt es ja höchstwahrscheinlich mitbekommen. Hier war richtig was los am Wochenende, gestern. Irgendwer wollte wieder nicht, dass die Feuerwehrleute in Ruhe Sonntagmittag essen können und sich den Sonntag mal gemütlich machen. Und schwupps, ging die Sirene. Ich habe sie gar nicht. Ich habe die auch nicht gehört. Und Ines meinte, die hätte sie auch nicht gehört. Ich weiß aber nicht, ob die ging. Ist auch egal. Die Pieper der Feuerwehrleute haben funktioniert. Ihr wart flink, ihr wart schnell. Und auch die ganzen anderen Feuerwehren, hier waren ja 2 Drehleiter mit angereist, von Belitz und ich glaube aus Brück, wie ich das gesehen habe. Und wollen wir das Video laufen lassen? Lass mal einfach das Video laufen. Läuft das nicht hier mit drüber? Eigentlich hier, guck mal, ja. Lief schon, ne? Ja, lief schon. Hast du gar nicht mitgekriegt, wa? Nee. Ist irgendwie alles so, Mensch. Ja. Ja, und danke auch an Niki für einen Teil des Bild- und Videomaterials aus erster Hand. Direkt daneben. Genau. Also, so weit konnten wir nicht aufs Gelände stürzen. Nein, machen wir auch nicht. Ist auch blöd, aber hast du ja gesehen, da waren ja auch andere Fernsehgesellschaften, Konkurrenz da. Ja, ja. RBB hatte auch seine Problemchen, dort Informationen zu bekommen. Ja, die besten Videos haben wir wahrscheinlich. So, wir sind ja vor Ort. Passt schon. Jo, also wie gesagt, angeblich sollte es Brandstiftung gewesen sein. Wird gemunkelt? Ich habe keine Ahnung. Sagen, also Polizei arbeitet das daran. Genau, wie ich schon geschrieben habe in der Facebook-Gruppe. Keine Vermutung, wer was weiß, an die Polizei wenden, falls jemand etwas weiß. So, und schon sind wir wieder durch. Jetzt fehlt nur noch der Wetterjingle. Ah,
Habe ich neu gebastelt, wa? Ja, toll. Und jetzt kannst du noch mal versuchen. Das Toll klang jetzt nicht sehr begeistert, mein Freund. Du hast ja jetzt im Urlaub gelernt, wie man Wetter ansagt, oder wie? Danke. Eine halbe Stunde nichts gesagt. Danke nochmal, Donald Becker, letzte Woche. Aber ich muss schon sagen, es hat bisher alles gepasst. Und auch das Auf- und Ab-Wetter, was du so im Blick hattest, wird uns auch die nächsten Tage hier wieder begleiten. Denn so, eigentlich müsste es jetzt... Ach, regnet schon. 16:35 wollte ich sagen, wird es anfangen mit Regnen und es fängt auch gerade an, so wie wir hier sitzen. Und auch heute Abend kann nochmal ein kleiner Schauer nochmal runterkommen. Morgen wird es nochmal richtig schön warm, bis 28 Grad am Dienstag. Ja, das kannst du dann aber auch gleich am Mittwoch wieder wegduschen lassen mit ungefähr 3 Liter Regen pro Quadratmeter. Also aber ich habe in der Vorschau-App beim DVD gesehen, dass das Regenband vermutlich schön rechts an uns vorbeizieht. Mhm. Belitz erwischt und uns nicht. Donnerstag wahrscheinlich sehr bewölkt, auch nochmal, aber ganz minimal Regen möglich. Während es dann Richtung Freitag wieder schön auf die 25 Grad, Samstag, Sonntag Idealwetter hochgeht. Freitag noch ein bisschen mehr bewölkt als Samstag und Sonntag. Also für mich durchwachsenes Urlaubswetter, es hätte schlechter sein können. Dauerregen. Ich finde es so angenehm, man kann mal draußen was tun. Ich komme trotzdem ins Schwitzen und ich muss ehrlich sagen, es ist halt nicht ganz so trocken und die Pflanzen wuchern wie doll. So kann ich natürlich eine Hecke nach der anderen schneiden und der Rasen ständig und du kannst im Waldbad das überlaufende Wasser rausschöpfen. Ja, werde ich auch tun. Nein, meine Frau macht noch ein bisschen Rettungsschwimmerdienst die Woche, mein Sohn glaube auch. Mhm. Also werde ich mich noch ein bisschen im Waldbad rumtreiben, ab und zu. Und auch da so ein bisschen bei Bedarf unterstützen, was man so machen kann. Ja, super, das war's, wa? Können wir wieder Schluss machen. Bitte. Kühlschrank zu voll wird, dann kann man auch mal Kühlschrank leeren und so. Alles klar. So, das war's für diesen Montag wieder hier von Borkheide News TV. Wie immer hier vor der Kamera die Matze. Uschi. Matze. Wir sind hier bei der Uschi-Party. Und Lutze. Und tschüss, bis nächsten Montag. Achso, wer hier noch Gruß der Woche machen will, meldet euch oder schickt uns einfach das Video zu. Aber Querformat-Film. Querformat, wir können das nochmal zeigen. Nein? Ja. Noch andersrum, von hinten nochmal zu gucken. Naja, ja und nein. Alles klar. Tschüss. Ciao.